Moin, moin. Herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 17. So, früh morgens, 4:48 Uhr. Ich war noch kurz hier. Zeige euch einen Diner. Frühstücken. So, und jetzt geht's los. Wir haben über die Nacht gearbeitet, haben ein bisschen Gras für die Schafe uns. Ja, gemäht halt, ne? So, und jetzt gehen wir mal los und liefern das Ganze ab. Und dann, also der Rest hiervon wird dann, kriegen dann unsere Kühe. Jetzt muss ich bloß schnell aufpassen, dass ich die Einfahrt nicht verpasse. Ja, also wir haben jetzt noch eine Runde gemäht, damit wir jetzt damit unsere Tiere was haben. Oh, hier geht's schon rein. Ich fast die Einfahrt verpasst. Gut. Oh, schön vorsichtig. Ist das hier ein Refare? Jetzt hoffen wir mal. Es ist immer noch dunkel, also. Ich hätte vielleicht die Zeit noch ein bisschen schneller laufen lassen sollen, aber gut. Es geht. So, jetzt schauen wir mal. Die jammern schon. Nichts zu fressen haben. So. Fast zu erwarten, dass da nicht viel reingeht, aber egal. Den Löwenanteil ist sowieso für die Kühe. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Kühe. Dann danach schauen wir uns mal unsere Felder an, wie weit die sind. Dass wir schon was abernten können. Und wenn nicht, ja, werden wir die Zeit halt noch mit ein, zwei Lohnaufträgen überbrücken. Wie gesagt, Geld brauchen wir auch wieder. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Wo sind die Kühe? Ich glaube hier rein. Sieht schön aus nachts, die Beleuchtung. Oder jetzt in dem Fall früh morgens. Richtig gut. Unser Hof ist auch schön erleuchtet. So. Jetzt lassen wir den mal kurz hier stehen. Und steigen mal in den anderen ein. Da will ich noch kurz dieses Silo leerräumen. Gras dann auch gleich verbrauchen. Na, komm schon. Jetzt laden wir das schnell auf hier. Bin das so ein bisschen aus der Übung, habe ich das Gefühl. Mit der Maus ist das auch so eine Sache. Ich sollte eigentlich das sollte man eigentlich mit dem Joystick machen oder mit dem Side-Deck-Panel. Das wurde extra von LS entwickelt. LS15 in dem Fall. Kann man aber auch von 17 nutzen. Sollte ich endlich mal anschließen. Aber na gut, ich muss sagen, ich habe mich an die Maus schon so gewöhnt. Aber ich habe schon gemerkt, was mit dem Side-Deck-Panel ist einfach bequemer. Jetzt das bisschen machen wir noch so.
haben wir es ja gleich. Na, na, na. So, noch zweimal schätze ich und dann haben wir es. Ah, doch ein bisschen mehr. Ich dachte. Gut. Laden wir das bisschen Gras noch auf, verteilen es dann gleich. Bin mal gespannt, wie viel wir übrig haben oder ob wir übrig haben Gras. Und dann kippen wir es gerade wieder zurück, ne? Aber ich kann mich ja mit der Erklärung trösten. Habe ich euch mal gezeigt, wie man mit Frontlader arbeitet. Das ist auch gleich weg alles. Gut, gut, gut. Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie mal an Mais kommen, dass wir irgendwie Silage produzieren können. Das ärgert mich ein bisschen, dass das so lange dauert. Was ist denn hier los? Also komm, sammel ein. So, das bisschen, das noch da ist, verschenken wir uns jetzt. Das ist mir jetzt egal. Gut, das wäre auch erledigt. Und gleich direkt damit. Mal wie es hier aussieht. Die schmeißen ja die Hälfte raus. Mal schauen. Abkippseite kann ich hier, glaube ich, wechseln. Mit U ist das. Okay. Abkippseite rechts. Sehr schön. Also. Ja. Was ist los? Wieso will er nicht? Abkippseite rechts. Auskippen I. Mache ich doch. Wieso kippt er nicht aus? Komisch. Das mache ich da jetzt falsch. Mal schauen, ob ich das anders machen kann. Nö. Kann mir auf den Kopf stellen, der will nicht auskippen. Warum nicht? Hm. Lass mich nachdenken, warum macht er das nicht? Okay. Das muss ich mal anschauen. Kann ich jetzt nicht erklären, warum der nicht abkippt. Da auf einmal, da wird das jetzt abkippen, mit Sicherheit. Und warum hier nicht?
Ups. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, dann nicht. Ich schaue mir das an, das muss ich jetzt rauskriegen. Warum er das nicht macht. Aber der hier tut's. Vielleicht liegt es am Kipper, dass der, also am Hänger, dass der da rumspinnt. Ja, der macht's. Anstandslos. Aber wie gesagt, immer noch nichts. Immer noch zu viel haben wir da drin. Na gut, egal. Ich lasse die jetzt hier stehen. Das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Okay. Nein, was macht er denn? So, den wollte man abkoppeln. So. Okay. Jetzt tun wir den mal ausschalten hier. Dann geht's mit dem zurück. Das ist jetzt echt. Gibt mir jetzt echt zu denken. Warum geht das nicht? Ah, ich komme noch drauf. Jetzt bringe ich mal unser Mähwerk zurück. Und dann schauen wir mal, wie weit unsere Felder sind. Ob wir da was abernten können. Oh, das Feld hier sieht fertig aus. Das trifft sich sehr gut. Unser Raps sieht fertig aus. Aber unsere unser Weizen und unsere Sonnenblumen dürften noch lange nicht so weit sein. Und hier haben wir Zuckerrüben drauf auf Feld 24. Das ist auch noch nicht so weit. Das sieht man schon von weitem. Gut. Aber hier ist fertig. Aber gehört uns leider noch nicht. Aber, oh, das Feld da hinten scheint fertig zu sein. Okay, also wir können jetzt eine große Ernteaktion rein starten, sage ich mal. Sehr schön. Okay. Dann können wir ernten. Sieht man schön, wie wir das Feld zerstört haben, wo wir reingefahren sind. Wie sieht es mit unseren Sonnenblumen aus? Ja, die wachsen auch schön, aber die sind noch nicht fertig. Es wächst und gedeiht. So muss sein. So. Okay. So, ich kümmere mich jetzt noch schnell um die Geschichte mit dem Auskippen. Das lässt mir jetzt noch keine Ruhe. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ob wir nochmal mit diesem Gerät hier zu Ganges gehen. Mit unserem Drescher. Oder ob wir uns den verkaufen und einen mieten. Das weiß ich jetzt noch nicht. Entschuldigung. Wir werden sehen. Ich schaue es mir an. Die Folge ist jetzt ein bisschen kurz, aber wir können noch schnell hier reinschauen. Wie man sieht, haben wir jetzt ein Schwein mehr, 7. Dauert so 15 Stunden bis zum nächsten. Bei den Kühen, da dauert es richtig lange, 144 Stunden. Liegt vielleicht auch an der, dass wir auch nicht genug Ernährung drin haben. Sauberkeit 0%. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen können, dass es wieder sauber wird. Okay, Schafe ist alles gut. Oh, da gibt es auch Tiere. Das sehe ich jetzt erst.
Da kriegen wir auch Schafe, also Reproduktionsrate, okay. Das wusste ich nicht. Sehr schön. Also gut, wie gesagt, da werde ich jetzt auch noch mal kurz schauen, dass ich da noch irgendwas hinkriege wegen der Sauberkeit. Und dann schauen wir mal, ob ich das ausleeren kann, dieses Gras. Warum das nicht geht. Da probiere ich jetzt noch ein bisschen rum. Und dann in der nächsten Folge, denke ich, gehen wir mal an die Ernte ran, ne? Jo, mal schauen. Also gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.